Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Ein Strohhut. Ah, der hat einen Strohhut auf und der Elefant hat es halt für Stroh gehalten, was ja auch war. Hat gefuttert. Ist halt ein rotes Band drin, das wird er nachher wieder ausspucken. Oder einfach auskacken, wenn er es nachher. Das hat er einfach mitgegessen. Das ist halt Stroh, das ist für die Elefanten. Das sieht lecker aus für die. Ja. Sorry, Tim. My sister just gave me that hat. Please, my can I have my hat back? Ach, er hat's noch nicht gegessen. Ach, ich dachte, der mampft schon auf. Was macht dieser Hund? Ach, das ist. Ja, wenn Hunde ihren Schwanz jagen, dann haben sie einen. Dann haben sie einen Fehler. Ach, das klingt so falsch bei Hunden. Ich muss ja ständig meinen Bart streicheln, weil er nicht richtig klebt. Ja, das sind die schlecht erzogen, die müssen erzogen werden. Wenn ein Hund seinen Schwanz jagt, dann ist das nicht okay. Das ist. So viel weiß ich schon darüber. Und der Hund jagt gar nicht seinen Schwanz, sondern der hat reingebissen und jetzt dreht er sich im Kreis. This Japanese artist knows how to bring animation to life. Das ist ja aus Papier gebastelt oder was? Das sieht ja wirklich geil aus. Ist ja. Ist das geil. Das sieht ja richtig wie in einem animierten Comic aus. Das ist ja wie in so einem, wie in einem Video hier richtig gezeichnet. Und das ist geil. Das ist echt nicht schlecht. Wow. Als bewegte Puppe, das siehst du wahrscheinlich Laschen raus und so weiter und dann. China recently completed this massive bridge that will let people drive about 900 feet above the ground. Nicht schlecht. Was? Okay. Ein Waschbär. Was hat er gerade gemacht? They now have. Ach du Schande. Kann man das nochmal? Die Brücke ist geil. Was zum. Was hat dieser Waschbär gemacht? They now have special benches that prevent people from getting crushed when lifting weights. Der hinten, der wird gleich fehlen. This cat refused. Ach nee, es gibt kein Fail-Video. Es geht um diese Ablagen hier. Da gibt es Ablagen. Das ist halt, wenn du. Der Sitz ist halt tiefer. Der geht halt runter. Das heißt, wenn du zu schwach bist und die Hand dir fallen lässt, ist dann halt nicht runter erdrückt wirst. Sondern dass du halt dann immer noch drunter wegrutschen kannst zur Not. Das ist eine geile Sache. This cat refuses to move out of the way for the vacuum. Staubsaugerroboter. Der Roboter saugt trunken. Und die Katze. Ja. Wenn die sich nicht bewegt. Das sind ja mal geile Fotos. Taucht die unten drunter oder? Ich glaube, die taucht unten drunter und der Fotograf ist in der Oberfläche. Guckt unten und filmt nach unten. Oder andersrum. Andersrum wäre es ja noch krasser. Der Fotograf unter Wasser taucht, mit einem Tauchanzug und sie über Wasser schwimmt und er von unten. Das wäre ja. Das ist die Frage. A few years ago, this family bought an old elementary school and turned it into their home.
Ach, die haben ihr Zuhause wie die Elementary School, also wie ihre Internatsschule umgebaut, oder wie? Das ist ja verrückt. Oder haben sie das Internat? There's a restaurant that sells giant mozzarella sticks. Und riesige Mozzarella-Sticks. Boah. Ist dann auch zu viel. Also so kriegen kleine Mozzarella-Sticks habe ich bestimmt auch nichts. Aber so der riesige, das ist doch. Puff. Das kann man ja auch nicht essen. Ja, es ist einfach. Ja. Oh, dehnbarer Käse. Extrem. This cat enjoys sitting in their owner's hand. Das ist cool. Das sieht lustig aus. Du sitzt einfach in der Hand und das ist toll. Andere Katzen sitzen in den Kartons, die Katze sitzt in der Hand des Besitzers. Des Herrchens. Dem geht's gut. Augen geschlossen. Gestreichelt. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And oh, wie geht's gut dem Kind hier? Der fühlt sich wohl. Very, very soon. Later. Jo, da fällt mir gerade auf, ich habe noch gar nicht Bescheid gesagt auf Twitter und auf Discord, dass ich das live streame. Okay, hello everyone, this is your daily dose of internet. A photographer wanted to see what pills look like when they dissolve in our stomach. Boah. Das ist eine Medikamentenpille, ein Medikament, was im Wasser aufgelöst wird. Unter dem Mikroskop. Das ist ja nice. Der Wirkstoff, der dann austritt und. Ja, das sind Medikamenten, die dann erst bei dir im Magen aufgehen sollen, bis dann dein Blut dann dort übertreten sollen. Ja, schön bunt. Das kenne ich schon, das 100 Waschbänder in der Tonne. Wie das? Wie ist das what? Möglich? How? 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 Are there this many of you right now? You guys are unreal. Da gab es wohl viel leckeres Essen drin. Da hat der eine, der da reingegangen ist, seine Verstärkung geholt. Da hat sich sein Bruder und Schwestern mit rangeholt. Kommt Leute, hier gibt's Essen. Ach du Scheiße. This guy was trying. Wie ist denn das passiert? Eine Lust, die mir dann wieder sagt, du kannst nicht so parken, aber. Weh! Wie ist denn der so gedriftet, dass er das an Mario Kart gespielt? Und ist dann mit einer Bananenschale ausgerutscht. This guy was trying to get the snow off the roof and it worked a little too well. Ach du Scheiße. Das kann tödlich enden. Natürlich weiß ich nicht, aber so eine Lawine vom Haus, das kann schon. Ich glaube, das kann schon tödlich enden, dass wenn das dich doller erschlägt, dass es dann halt. Erstmal begraben und dann eine Schneeschicht. Das Ganze dann ja erstmal. Uff. Er hat's überlebt. Also er ist gut dran vorbei. This bat is 33 years old and is too old to fly anymore. But with some Eis help, mit he drin can still ist. Do it. Uff. Die Corona-Verbreiter. Schnell infizieren. Denk gleich mal, der Fledermaus einfach mal ein bisschen Menschenvirus hier. Kennt ihr das vom Postillon hier? Spritz rein, zack. Ja, kennt ihr den Tweet oder die, ja, beziehungsweise den Artikel vom Postillon? Fledermaus jetzt endlich mit Menschenvirus infiziert. Rache ist süß. Ja, die lernen pflegen. This person set up a synthesis.
weil sie es noch nicht selber kann, wird sie getragen dabei. Aber soll schon mal die Flügel ausbreiten und schon mal üben. Synthesizer that allows us to listen in on the electrical signals that mushrooms create. Mhm. Was war das? Eine Aufzuchtstation für Korallen oder so. Der sitzt auf dem Berg, neben dem Vulkan, der hochgeht. Ach du Scheiße. This newborn baby. War das ein Vulkan oder wurde er gesprengt oder was? Ich weiß nicht. It's completely exhausted. Are you ready for the grand finale, Hazel? Komischen Blick drauf. The Russian military made a giant hovercraft that is capable of amphibious landings. Mhm. Sachen gibt's. Militärsgerät. Da ist so ein Kissen vorne dran. This guy can pull off some amazing tricks with just a mechanical pencil and a blueberry. Der jongliert mit einem Stift. Und da. Here's a cool time-lapse of a Bäre. Glacier in Argentina. That's the end of this video. Das sieht ja genial aus. Ja, die Natur hat schöne Szenen hier. Schöne. Das ist ja hier. Das einzelne Eis hier, oder wie? Das ist ja. Eissplitter hier. Eisabausmachungen hier. Im Gletscher. Im Gletscher würde es sein, oder so. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Joa. Haben wir ein bisschen Daily Dose auf Internet geguckt.